Hallo, heute bin ich im Hortus St. Elisabeth. Da wird man natürlich schon gleich wunderschön begrüßt. Die Pflaster ist begrünt, also die Rasensteine, Natternköpfe. Kommt. Hier hinten ein sehr schöner Bereich mit großen Wurzeln, Brombeeren. Hier geht es etwas runter. Auch wieder Steinhaufen, Wurzeln, Baumstämme, die in der Erde sitzen. Jede Menge Natternköpfe. Und hier ein schöner Teich. Aber außer dem Blutweiderich erkenne ich jetzt hier auch noch keine Pflanzen. Da muss man noch lernen. Ja, großer Reisighaufen. Und auf dem Fahrradbereich. Ich sehe jetzt nicht, was ich filme. Ich hoffe, man sieht was in der Kamera. Ja, und jetzt kommen wir hier an den Gemüsegarten. Kohl, Lauch. Erdbeeren. Da drunten liegt Stroh. Ja, ist jetzt natürlich schon recht spät im Jahr. Vieles ist verblüht. Das heißt recht spät, aber Juni ist es hier noch viel schöner. Das weiß ich aus den letzten Jahren. Und hier an der Grundstücksgrenze eben auch wieder Totholz, Steinhaufen. Kürbisse. Und hier ein Natternkopfbeet. Reisighaufen. Rosen, Pfaffenhütchen. Ist schön hier. Wir freuen uns jedes Jahr, wenn wir hier mal zu Besuch kommen und uns diesen wunderschönen Garten anschauen dürfen. So, das war's dann auch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Jetzt hätte ich doch glatt die Steinpyramide vergessen zu filmen. Hier die Karten. Bei mir fängt sie an zu blühen. Hier ist sie schon durch. Ganz viele Nachtkerzen.